Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Into the Future. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die arme Lucy und Don sind sehr früh aus den Federn geholt worden. Naja, früh. Für ihre Verhältnisse ist es schon fast 6. Aber sie haben sich auch schon um zwei ihrer drei Kinder gekümmert, weil die einfach natürlich früh morgens Hunger bekommen haben. Und jetzt ist nur noch Kind Nummer 3 übrig, und zwar Don Junior. Und den werden wir jetzt erstmal füttern. Und ein bisschen mit Liebe versorgen. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Also Don der darf sich jetzt wieder kurz nochmal hinlegen, weil der muss nämlich in 4 Stunden arbeiten. Und da soll er natürlich einigermaßen ausgeruht sein, denn wir brauchen ja Money. Wir brauchen ganz viel Money, denn hier, wie ihr sehen könnt, all unser Geld ist für Kinderbetten draufgegangen. Kann ja auch kein Mensch damit rechnen, dass wir Drillinge bekommen. Also jetzt mal ehrlich. Damit rechnet ja keiner. Also ich habe zumindest nicht damit gerechnet. Und ich bin auch immer noch nicht sicher, was ich darüber denke. Aber ja, damit, wir müssen jetzt wohl mit der Situation irgendwie abfinden. Und das Beste daraus machen. So, liebe Lucy, du darfst dir jetzt erstmal Weintraubenpfannkuchen holen. Und dann dürfen wir heute unsere sehr gute Ernte abliefern. Und sie bei Birgitte, ist das mit, meint ihr das ist Absicht? Oder heißt sie eigentlich Brigitte und das ist nur ein Typo? We will never know. We will never know. By the way, übrigens wollte ich noch sagen, ich sitze ja schon seit ungefähr Ewigkeiten an einem Name Replacement Mod, weil ich gerne schöne Namen in meinem Spiel haben möchte und ich habe bisher noch keinen Mod gefunden, der mir 100% gefallen hat, weil wahrscheinlich bin ich einfach zu picky. Jedenfalls bin ich jetzt fertig. Ich habe jetzt einen Name Replacement Mod mit englischen Namen bestückt. Und ja, weil obviously saß ich da monatelang dran, dann ist meinem Freund auf einmal letztens eingefallen, hey, ich studiere Informatik, vielleicht kann ich der Katze helfen, das ein bisschen schneller zu machen, ja. Und letztendlich war ich dann an einem Tag damit fertig, nachdem er mir ein paar Tipps gegeben hat. Jetzt bin ich auf jeden Fall fertig und habe mir überlegt, ob ich den irgendwo hochladen soll. Also wenn ihr Bock hättet, dass eure Sims englische Namen haben, dann sag mir Bescheid, dann lade ich ihn irgendwie hoch auf Mod The Sims oder irgendwo anders, keine Ahnung. Wahrscheinlich Mod The Sims, weil mir fällt ehrlich gesagt nichts anderes ein. Genau, okay. So, also, Lucy hat ja in der letzten Folge diese Gelegenheit bekommen und das können wir jetzt eigentlich auch gleich abschließen. Ich muss nur kurz gucken, ob wir jetzt. Wir haben ja hier hinten einen Garten angelegt. Das ist jetzt natürlich super, dass jetzt einfach der Boden gefroren ist, aber gut. Und wir haben hier jetzt Tomaten gepflanzt und Kopfsalat und Brombe. Wow. Und Brombeeren. Haben wir denn noch irgendwas anderes, was ich anpflanzen möchte? Nicht, dass ich jetzt irgendwas abgebe, was ich eigentlich noch pflanzen will, aber eigentlich. Ja. Kürbis? Achso, nee, das sind nur die Laternen. Ja, die können wir jetzt auch mal wegwerfen, eigentlich, so. Die will ja kein Mensch mehr. Jetzt ist eh bald Winter. Oder? Ja, in einem Tag ist Winter. Und hier ist noch ein unbekannter, ungewöhnlicher Samen, den wir sowieso noch nicht pflanzen können. Das heißt, ja, beeil dich mal, Lucy. Bring mal die Ernte weg, dann kriegen wir ein bisschen Money. Und Don muss nämlich in einer Stunde schon wieder weg. Habe ich eigentlich sein Auto verkauft? Ich glaube, ich habe das hässliche Auto verkauft, ja. Er hat Kürbissamen. Ja, dann kannst du ja Kürbisse pflanzen. Zieh dir mal was an hier. Outfit. Wechseln. Mach mal Outdoor-Kleidung. Oh, okay. Ja, das war's dann wohl mit Kürbisse pflanzen. Eins unserer Kinder hat wohl in die Hose gekackt. Ja. Die kleine Nina. Ja, und natürlich, ich habe den Wickeltisch aus dem Store, aber natürlich haben wir kein Geld, um ihn zu kaufen. Deswegen müssen wir das jetzt einfach wickeln, indem wir es in die Luft werfen. Das mache ich auch immer so, übrigens, mit meinen 7 Kindern. Aber komischerweise stinken sie danach immer noch. Okay. So, wer macht denn hier? Don Junior. Gut. Kannst ihn auch noch ein bisschen durch die Luft wirbeln. Und dann kannst du hier Dina auch noch hier. Oh, wie süß. Wie süß. Ich finde das so knuddelig, wenn die miteinander spielen. Oh, schaut euch das an. Das ist. Gut, sein Arm sieht jetzt ein bisschen schmerzhaft aus, aber schaut euch bitte dieses süße Kind an. Schaut es euch an. Oh Gott, das ist so süß. Ich bin so froh, echt, dass ich mir diese ganzen Mods und Custom Content für die Babys runtergeladen habe, weil seitdem sehen die so viel niedlicher aus als vorher. Nee, du, hallo, er muss jetzt so zuerst sein Kind wickeln. Und Lucy, ich habe dir gesagt, du sollst die Ernte abliefern.
Die machen schon wieder nicht, was ich möchte. Es ist zum Haar rausreißen. Zum Haar rausreißen. Ja, okay, mir fällt kein Sprichwort ein. Aber wie soll ich das nochmal? Der Birgitte, ne? Wer ist denn Birgitte? Ach, das ist Birgitte, die Barkeeperin, die Barista-Frau. Bleib doch mal stehen. Espresso-Barbarista. Ist auch ein schöner Jobtitel. Was machst du so? Ich bin Espresso-Barbarista. Ja, cool. Und jetzt haben. Oh, 160 Simoleons, ja. Birgitte Knutzen steht bis über beide Ohren grinsend vor deinen sehr guten Erzeugnissen. Das Essen wird einfach hervorragend werden. Birgitte Knutzen dankt dir mit ein paar Simoleons für deine Mühe. So, und jetzt müssen wir schleunigst nach Hause, denn sonst sind ja die Kiddos alleine und das wollen wir ja nicht, weil wir sind ja keine Rabeneltern. Nein, wir sind ja gute Eltern. Nicht wahr? Nicht wahr? Oh Mann, eigentlich wollte ich heute ja zurück in die Zukunft. Aber jetzt fühle ich mich so schlecht, wenn ich die Kinder einfach allein lasse. Selbst wenn in der Gegenwart die Zeit dann gar nicht vergeht, aber irgendwie, wer weiß, was mir in der Zukunft zustößt, ja. Also Lucy, ne? Vielleicht kommt sie nie wieder. Vielleicht gefällt sie in der Zukunft zu gut. Oder vielleicht stirbt sie in der Zukunft. Naja, okay. Don hat wieder seine bescheuerte Arbeitskleidung angezogen. Ja, sehr schön. Und er wird heute befördert. Wenn er sich nicht allzu dumm anstellt. Was müssen wir denn? Also, wir kennen jetzt schon ein paar Kollegen. Wir haben nicht so die gute Beziehung mit den Kollegen. Das ist ein bisschen schade. Und mit dem Chef auch noch nicht so wahnsinnig. Aber hat er nicht noch mehr Komplizen? Jetzt komm. Der hat doch sicherlich noch mehr Komplizen als nur zwei. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was ist eigentlich nochmal Lucys Job? Ach ja, klar. Natürlich. Sie ist Polizistin, aber sie hat heute eh frei, weil es ist ja Wochenende. Was machst du denn da? Mit jemandem chatten. Ach so. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich mit Lucy jetzt den Tag verbringen soll. Also mal davon abgesehen, dass sie sich natürlich um ihre Kinder kümmern muss. Aber irgendwie ist so Zeitreisen ihr einziges Hobby, kann das sein? Vielleicht müssen wir ihr noch ein weiteres Hobby suchen. Aber alles, was sie sich hier gerade wünscht, ist ein Butler und Don heiraten. Also das gibt irgendwie auch noch nicht so viel her. Aber sie könnte vielleicht einen kleinen Nap machen, weil irgendwie hat sie nicht so viel geschlafen. Wann bist du denn ins Bett gegangen, Kind? Geh doch mal hier, leg dich noch mal kurz hin. Vielleicht fällt ihr ja dann was ein, was sie gern tun würde, außer ihr Kind hochnehmen. Ja, genau. Geh doch einfach außen rum, weil das ist gerade so schön. Mach ich auch immer so. Hauptsache, der Weg ist kürzer und ich habe ein T-Shirt an und draußen ist alles gefroren. Good job. Nein, 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 warum? Ach so, okay. Stimmt, sie macht ja ein Nickerchen und das kann sie natürlich nur auf der Bettdecke und nicht unter der Bettdecke. Das werde ich nie verstehen. Ich brauche immer eine Decke. Ich kann einfach nichts ohne Decke. So. Lucy. Die Haare. Lucy darf jetzt ein bisschen nappen und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Nap. Hallo erstmal für Don Lothario. Eine neue Gelegenheit. Es macht doch immer wieder Spaß, neue Sims kennenzulernen. Man muss sich nur einen kleinen Ruck geben. Ein Bekannter von dir ist der Meinung, du solltest eine neue Bekanntschaft in der Na Nein. Nein, ich möchte keine neue Bekanntschaft schließen, danke. Aber er kennt jetzt alle seine Kollegen, das ist auch schön. Und er hat jetzt drei Kollegen, ja schön. Dann kaufen wir ihm doch jetzt gleich mal ich kann nicht reden, die Lebenszeitbelohnung. Stardust Büros und dann kannst du dich hier mit deinen Komplizen verschwören, denn mit denen muss man ja bekanntlicherweise Pferde stehlen können. Bester Pan des Jahres. Okay. So, wie lange muss er eigentlich arbeiten? Bis 16 Uhr noch. Was wollen wir denn hier die ganze Zeit machen ohne Don? Es ist so langweilig ohne Don. Okay, aber wir könnten jetzt mal hier der Reihe nach alle Kiddies füttern. Das war keine Absicht. Füttern meine ich natürlich. Und die machen auch bestimmt bald wieder in die Hose. Also von daher herrscht wahrscheinlich kein Mangel an Dingen, die man tun sollte. Schrägstrich könnte. Ne? Und ich könnte mal gucken, wie viel der Wickeltisch kostet, denn vielleicht können wir uns den ja schon leisten. Das fände ich sehr schön, weil ich finde das. Ich verstehe nicht, warum sie die Wickeltische nicht von Anfang an ins Spiel eingebaut haben. Ich weiß nicht, wie ist das bei Sims 4? Gibt es da Wickeltische? Ich glaube auch nicht, oder? Da seid ihr wahrscheinlich besser informiert als ich. Aber das finde ich blöd. Das habe ich so vermisst, als Sims 3 rauskam. Wir können ihn kaufen. Ja, Ultra. Ja, dann, der muss jetzt nur. Wo stellen wir den jetzt hin? Stellen wir den mal hier drüben hin. So, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen die Farbe verändern. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Mach mal hier Verschiedenes.
Okay, so. Nein, ich wollte das hier. Okay, und so. Ach so, das ist die Auflage. Ja, die können wir ja eigentlich blau machen oder so, damit es zum Rest des Zimmers passt. Und was ist das? Ach so, das ist dieser. Okay. Der Schrank. Gut. Und jetzt stelle ich noch kurz einen Mülleimer daneben. Dann muss ja nicht so lang, so weit gehen. Wobei. Eigentlich braucht man diesen Mülleimer gar nicht, kann das sein? Oh well. Wir kaufen trotzdem einen. So ein Mülleimer ist nie verkehrt. Ups. Ist mir das nicht im letzten Video schon passiert, dass ich aus Versehen rausgetappt bin? Ich muss mich vielleicht ein bisschen besser konzentrieren. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Mülleimer und einen Wickeltisch. Und nach 117 Simoleons, wir sind gut. Dann können wir jetzt nämlich unsere Kinder hier kindgerecht wickeln und nicht so hier, das ist ja gemeingefährlich, was sie da anstellen. Oh, ich glaube, wir müssen auch noch hier ein bisschen kuscheln oder so, weil. Ach, die blöde Dusche ist die ganze Zeit im Weg. Weil das Sozialbedürfnis von der kleinen Nina ist auch ein bisschen im Keller. Ein kleines bisschen. Nur ein bisschen. Wird dann eigentlich befördert? Ja, sehr gut. Sehr gut. Er verdient schon lächerlich wenig für einen Kriminellen, oder? So, ich meine, wenn ich krimineller werde, dann ist doch so normalerweise der Hauptbeweggrund, Geld zu verdienen, oder nicht? Ich werde doch nicht kriminell und verdiene dann kein Geld. Das wäre ja noch schöner. So, okay, dann schnappt ihr mal das nächste Kind. Boah, das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Ich beneide sie nicht. Ich beneide sie nicht. Vor allem, wenn Don jetzt die ganze Zeit in der Arbeit ist und gar nicht mithelfen kann. So, gib mal. Wer ist das denn? Ist das Dina? Ja. Gib ihr mal die Flasche und dann kannst du so ein bisschen mit ihr spielen. Und dann widmen wir uns noch Don Junior. Und dann sind die erstmal versorgt. Und dann fängt wahrscheinlich das erste Kind wieder an, in die Hose zu machen. Es ist ein nie endender Kreislauf, bis sie dann endlich mal selber aufs Töpfchen gehen können. Werden wir nie wieder aus dieser Schleife rauskommen, wahrscheinlich. Oh. Davon muss ich jetzt kurz. Ach, warum? Diese blöden Gedankenblasen, die machen mir meine ganzen Screenshots kaputt. Was soll das? Darf man nackte Babys zeigen? Also ich meine, das ist ja nicht richtig nackt und man sieht auch keine Nippel, aber. Darf man die zeigen im Thumbnail? Was meint ihr? Wobei, wenn ihr das seht, dann habe ich mich ja schon entschieden. Dann ist auch schon egal. Fallen umgehen. Nein, danke. Wir wollen nicht nach Ägypten. Wir wollen in die Zukunft natürlich. Da fällt mir ein, ich könnte. Ach so, nee, Quatsch. Ich kann das Zukunftsportal nicht aufstellen, weil da kommen wieder die Zeittouristen und die gehen mir hart auf den Sack. Na schön. Well, dann müssen wir wohl so klarkommen. Erstmal. Ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht, ob ich warten soll, bis die Kleinen dann zu Kleinkindern geworden sind. Was meint ihr? Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich jetzt gleich in die Zukunft wieder abhauen soll oder nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Ihr dürft mir natürlich eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben. I appreciate it every time. Ich kann kein Englisch mehr. Ich kann gar nichts heute. Ich kann heute gar nichts. So. Wie sieht es denn aus? Oh ja, das große Windeln vollmachen geht bald wieder los, fürchte ich. Aber Don kommt bald nach Hause. Yay! Vielleicht hauen wir doch ab in die Zukunft. Ich hab so Bock. Ich vermisse es so irgendwie. Naja, gut. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Mamas Bedürfnisse, ja? Weil Mama hat auch Bedürfnisse. Und zwar Harndrang und Hunger. Man kann sie erstmal Spaghetti holen, liebe Lucy. Und dann kommt wahrscheinlich Don nach Hause und denkt sich so: Hey, du sitzt hier den ganzen Tag zu Hause rum und frisst Spaghetti. Wow, 87 Simoleons, krass. Krass, Don, richtig krass. Was kriegt er denn jetzt für einen Bonus? 408! Ja, damit kann man doch schon mal was anfangen. Herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. Er ist nun Taschendieb. Als Taschendieb steigen zwar deine Einnahmen, aber auch das Risiko, erwischt zu werden. So langsam musst du daran arbeiten, deine Chancen zu entkommen zu erhöhen? Was ist. Okay. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, wie das geschrieben ist. Falls du am Ort des Verbrechens gesehen wirst, das Leben ist schließlich kein Zuckerschlecken. Aber er verdient jetzt 24,7 seiner Stunde, das ist doch schon was. So, und er soll seine Athletikfähigkeiten verbessern und dann ins Stadion zurückkehren, um einen Geldpreis abzuholen. Das finde ich sehr gut.
Denn der Fitnesstrainer meint, dass er das nächste Level seiner athletischen Laufbahn erreichen könnte. Allerdings nicht ohne ein wenig Fleiß und Schweiß. Ja, das ist absolut okay. Weil wir brauchen ja sowieso die. Wie heißt das Wort? Die Athletikfähigkeiten. Ja, und er ist erst auf Level 3. Ich dachte, er wäre irgendwie schon weiter. Ich dachte, er wäre schon ein bisschen weiter. Dann müssen wir uns wohl ein Trainingsgerät anschaffen oder ins Fitnessstudio gehen. Nee, nee, nee. Er verbringt jetzt nicht noch mehr Zeit außer Haus. Das geht gar nicht. Dachte, die könnten jetzt so Was ist denn los? Ich dachte, sie können jetzt gemeinsam zu Abend essen, aber irgendwie hat Don überhaupt keinen Hunger. Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen traurig. Aber du kannst ja trotzdem mal deine Frau nach ihrem Tag fragen, weil schließlich hat sie auf deine drei Kinder aufgepasst den ganzen Tag, ja? Da war nichts mit Chillen und Freizeit. Ganzen Tag nur Kinder füttern und wickeln und bald sind wir wieder fällig, ne? Oh ja, schau dich das an, bald ist es wieder soweit. Jetzt warte ich nur kurz, bis Lucy aufgegessen hat. Und dann muss sie erstmal auch noch an ihr Handy gehen, fürchte ich. Jetzt haut er einfach ab. Jetzt haut er einfach ab. George Dean möchte wissen, ob Lucy Montrose an einer Verabredung interessiert ist. Nein. Nein, ich habe gerade Drillinge geworfen. Natürlich bin ich nicht an einer Verabredung interessiert. Was soll das? So, was macht Don hier gerade? Ach, er will mit Don Junior spielen. Okay. Ja, dann grab du dir doch mal die kleine Nina, weil die muss jetzt eh gewickelt werden. Oh, ist so cute. Das ist so süß. Ich bin so froh, dass ich mir diese Sachen runtergeladen habe. Das ist einfach der Hammer. Oh, look at this. Look at this cutie pie. So süß. Gut. Oh, jetzt ist der Tag schon wieder fast vorbei und wir haben gar nichts gemacht. So. Also zumindest habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ob mein Gefühl mich trügt, aber Lucy ist auch echt zu müde, um noch irgendwas großartig anzustellen. Von daher. Naja, so, du kannst erstmal Nina wickeln. Wie sieht es denn hier aus? Okay, Don muss sowieso bald gewickelt werden und Dina muss auch gewickelt werden. Ja, dann schnapp dir doch mal deine Tochter. Boah, jetzt legt er das Kind in das falsche Bett. Ich hasse das ja, wenn die das machen. Ich habe immer ein Bett für ein Kind, ja. Das ist für dieses Kind und nicht für das andere Kind. Ich hasse das. Oh mein Gott, ich hasse das. So, ich logge jetzt mal hier diesen Wunsch ein, dass er die Athletikfähigkeit verbessern will, weil das muss er ja sowieso machen. Das muss er ja sowieso machen. Gut, dann kannst du jetzt Nina wieder hier zurück in das Bett legen. Und Don kann Dina wickeln. Und als nächstes ist dann Don Junior dran, weil der hat natürlich jetzt auch schon wieder ein Haus. Es wird nie aufhören. Wir werden in diesem Let's Play nie wieder etwas anderes machen, außer Kinder zu füttern und zu wickeln. Nie wieder. Sorry. Kommt einfach nicht mehr vor. Oh mein Gott, oh mein Gott. Vor allem, sie ist auch so fertig jetzt schon. Ich glaube, ich muss sie einfach instant ins Bett schicken. Tut mir so leid. Sie tut mir so leid. Aber dann können wir ja mit Don noch ein bisschen Zeit verbringen. Wir müssen ja sowieso seine Athletikfähigkeit noch ausbauen. Muss ich mal gucken, was wir uns für ein Trainingsgerät leisten können. We will see. So, okay, sind jetzt alle trockengelegt. Oh, der kleine, die kleine. Oh, ich kann die nicht auseinanderhalten, die sehen alle gleich aus. Der braucht noch ein bisschen Liebe von Papa, glaube ich. Wen hast du denn jetzt gerade auf dem Arm? Don Junior, okay. Boah, das ist so verwirrend. Ohne Witz, ohne Witz. Ich werde die erst auseinanderhalten können, wenn sie mindestens Kind sind, glaube ich. Vorher geht da gar nichts. So, jetzt hier, spiel mal mit ihm und dann kannst du ein bisschen kuscheln. Und ich gucke jetzt mal nach einem Fitnessgerät. So, was haben wir denn im Angebot? Vielleicht so ein Klimmzug, so eine Klimmzugstange. Die ist bestimmt nicht so teuer. Ja, ist auch ungefähr das Einzige, was wir uns leisten können. Der Power Max. 50 mal 120? Okay. Wo tun wir denn hin? Ins Schlafzimmer? Nee, ist eh so wenig Platz. Oh, hier draußen ist doch gut, finde ich, oder? Hier so, ja, das finde ich ganz gut. Ich wollte vielleicht erst, habe ich überlegt, ins Garten, in den Garten. Aber es schneit. Es schneit! Es schneit, es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird gerade erst richtig Frühling und ich bin schon wieder, ich habe hier schon wieder die Weihnachtsorgel mal am Start. Gut, mach doch mal Klimmzüge, lieber Don. Lucy kann schon ein bisschen pennen.
Das hast du dir verdient. Das hast du dir eindeutig verdient. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann flüchtet sie in die Zukunft einfach, um mal 5 Minuten von ihren Kindern wegzukommen. Tut mir so leid. Oh mein Gott, ich wollte doch nicht, dass du Drillinge bekommst. Bitte. Verzeih mir. I swear, I didn't mean to hurt you. So, machst du jetzt vielleicht Klimmzüge, Don? Ich habe gesagt, du sollst Klimmzüge machen. Ja, danke schön. Danke schön. Passiert da jetzt noch was hier bei dir oder nicht? Ist kein Bock. Okay. Oh, da muss ich jetzt aber hier kurz mal ein Bild machen, glaube ich. Wunderbar machst du das, lieber Don. Wunderbar machst du das. So, ihr Lieben. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr Lust habt, euch jetzt noch ewig Don beim Klimmzüge machen anzuschauen. Kann ja sein, ne? Also, er sieht ja jetzt nicht so schlecht aus. Aber ich denke mal, der Großteil von euch, dem gibt das eher nichts. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss. Es ist ja auch schon spät. Bei Familie Lutario-Montrose. Und deswegen sage ich, schön, dass ihr heute wieder dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.